Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Anno 1800. Endlich kann es losgehen. Es ist soweit, das Let's Play kann starten mit Anno 1800. Wenn dieses Video erscheint, ist es am Montag 12 Uhr. Ab da darf Gameplay gezeigt werden von Anno 1800. Und das Spiel erscheint am 16. auf Uplay und im Epic Store. Und ich starte mit euch gemeinsam ein Let's Play. Wir werden die Kampagne spielen von Anno 1800. Deswegen starte ich hier ein neues Spiel. Ich habe im Livestream eine Umfrage gestartet. Was sollen wir spielen? Freies Spiel oder Kampagne? Und die Mehrheit hat sich dazu entschieden, dass wir die Kampagne zocken. Und im Livestream selber werde ich auf jeden Fall noch ein großes freies Spiel starten, bei dem wir dann noch ein bisschen freier bauen können und auch entsprechend nach unseren Wünschen. Jetzt machen wir erstmal die Kampagne. Den jungen Mann nehme ich hier. Ich hätte gerne den Löwen. Schwarzer Hintergrund. Und wir sind nicht Karoli Pulitzer, sondern wir sind der Minjas. Und starten ein neues Spiel. So, jetzt kann man sich für den Schwierigkeitsgrad entscheiden. Ich werde auf Normal spielen, denn ich mag große Inseln und eine große Welt, um sich schön auszubreiten. Und dann schauen wir mal, wie wir da klarkommen. Ich bin selber kein Anno-Veteran, so würde ich mich nicht bezeichnen, aber ich mag unheimlich gerne Aufbauspiele. Ich liebe Anno 1404, das ist so mein persönlicher Favorit. Habe auch alle anderen Teile davor gespielt, mehr oder weniger intensiv. Der letzte Teil war 2205, das war allerdings schon 2015, wann das rauskam. Also das ist schon eine ganze Zeit lang her. Das Zukunftsszenario ist jetzt nicht so meins. Jetzt bin ich still, das Intro geht los. Seit dem Tag, an dem du mein Leben gerettet hast, dachte ich, ich kenne dich. Doch jetzt. All die Briefe deines Vaters blieben ungeöffnet. Aber ein paar Zeilen deiner Schwester ändern alles? Ich wusste nicht einmal, dass du eine Schwester hast. Wir sind pleite, altes Haus. Wir können uns die Überfahrt in die alte Welt nicht leisten. Es sei denn, du erinnerst dich wieder daran, was Arbeit bedeutet. Okay, wir müssen also ein bisschen Geld Dynamit fischen. Ernsthaft? Nun ja, der Siedlung im Norden fehlt es eigentlich immer an Nahrung. Ja, wir müssen Dynamit fischen, das ist natürlich... Weißt du noch, damals, als wir aus den Gruben geflohen sind? Nee, kann ich mich nicht erinnern. Da ist noch etwas Dynamit übrig. Wir sollen Dynamit fischen, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Da hast du es, aber sei ja vorsichtig. Mach ich. Ein Haufen verkohlter Fisch. Frisch auf den Tisch. Ja, schon gebraten, ne? Was zur Chimichurri war das für ein Knall? Nix. An den verbrannten Geruch muss ich mich noch gewöhnen. Ein Haufen verkohlter Fisch. Frisch auf den Tisch. Das hast du schon gesagt. Da sind wir angekommen. Bei dem ersten Knall war mir schon klar, dass ihr es seid. Seid her, was ihr dieses Mal dabei habt. Ja, Dynamit haben wir dabei. Unverkohlte Fische, die lecker schon gebraten sind. Natürlich vorgebraten hier für euch, mein Herr. So, wir müssen es abliefern. Wahrscheinlich hier irgendwo da im Hafen. Da fahren wir jetzt mal hin und geben unseren verkohlten Fisch ab. Ach, dieser verbrannte Gestank. Gib her, was auch immer das ist. Und ich helfe dir, es loszuwerden. Ja, gerne. Hier sind die Fahrkarten. Beeilung! Das Schiff fährt bald ab und niemand will, dass ihr es verpasst. Okay, hier sind die Fahrkarten. Beeilung, das Schiff fährt bald los. Ab in die neue Welt, beziehungsweise in die alte Welt sozusagen. Das war's. Wir lassen das Paradies zurück. Du hast nie viel über deine Familie gesprochen. Aber das hier ist dir todernst, oder? Nun... Ich habe geschworen, dich zu beschützen, und ich breche niemals einen Schwur. Selbst wenn ein Blinder sehen kann, dass du gerade kopfüber in einen Misthaufen hechtest. Und verlässt diese karibische Insel. Ich habe nie irgendetwas von dir verlangt. Nicht, als du dich heimlich davongemacht hast. Um die Bürde der Familie Vater ist des Hochverrats angeklagt. Kannst du das glauben? Verhaftet. Und der königlichen Ritter würde beraubt. Wirst du uns beistehen? Jetzt, da Vater eingekerkert ist.
Es wird ihn umbringen. Bitte komm nach Hause. Wir brauchen dich. Bist du es wirklich? Ich hatte nicht gewagt, auf deine Rückkehr zu hoffen. Erinnerst du dich an Bright Sands? Natürlich tust du das. Wir liebten es hier. Doch die Zeiten ändern sich. Der königliche Rat unterstützt jetzt Onkel Edward. Vater ist tot und er reißt alles an sich. Oh. Industrialisierung. All diese Häuser. Du hast vergessen zu erwähnen, wie wohlhabend du bist. Warum zur Hölle verkaufen wir Fisch und schlafen in Scheunen? Hast du deinem Freund nie von Good and Sons erzählt? Es gäbe viel zu sagen. Aber jetzt beginnt Vaters Beisetzung. Wo habt ihr Gören euch herumgetrieben? Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Scheint, als hätte der Tod den falschen Bruder ereilt. Egal wie wenige gekommen sind, es sind die, die er am meisten liebte. Niemand mag Verräter oder ihren verkommenen Nachwuchs. Macht euch besser aus dem Staub. Das sollten wir. Vorerst. Ich habe mit meinen letzten Ersparnissen ein Eiland erworben und die Überfahrt für Vaters letzte Getreue bezahlt. Gemeinsam werden wir seinen Namen reinwaschen. Oder bei dem Versuch sterben. Deine Schwester erinnert mich an dich. Das heißt dann wohl, dass uns neue Abenteuer erwarten, was? Da sind wir. Ditchwater. Das Ende der Welt. Ich hoffe, sie mögen es ruhig. Oh ja, ich meine, der Karibik hätte es mir auch gut gefallen, aber nehmen wir halt Ditchwater, ne? Da sind wir. Kapitel 1. Eine Geschichte zweier Brüder. Schön, ich freue mich drauf. Schön inszeniert, muss ich sagen. Was, du bist immer noch hier? Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Island? Das ist also unser Bruder. Alles klar. Lass Onkel Edward ruhig spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. Absolut. Ich sehe Möglichkeiten. Wir müssen ein Zuhause schaffen für all die treuen Seelen, die noch zu uns stehen. Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollen. Na gut, dann fangen wir mal an und bauen einen Marktplatz, würde ich sagen. Das ist ja die Aufgabe, die uns hier gegeben wird. Hier sind irgendwelche alten Ruinen von verlassenen Siedlungen, so wie es aussieht. Ja. Okay, dann bauen wir mal den Marktplatz. Fangen wir hier an. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Jetzt fehlt uns ein bisschen Holz. Ich glaube, unser Schiff müsste auch noch Holz haben. Haben wir gar kein Schiff bekommen? Okay, warte mal. Bleibst du aus meiner Boshaftigkeit? Oder ist das ein verzweifelter Versuch, mir Konkurrenz zu machen? Alles gut. Ich bin ja noch dabei. So, wir müssen erstmal Bretter erzeugen. Wenn du so gerne verantwortlich wirken willst, wirst du mit Freuden hören, dass die Kosten dieser verschwenderischen Trauerfeier dir allein zufallen. Ja, das ist schon okay. Wenn wir schon so einen garstigen Bruder haben. Geizige, herzlose Bastard. Aber wir können nicht durch. Der Vater am liebsten irgendwo im Wald verscharrt. Ich ziehe jetzt erstmal außen rum. Bretter, sehr gut. Ich werde versuchen, nicht an den Sack zu denken. Oh Gott.
Ja, alles klar. Was brauchen wir denn? Da fehlen uns Bretter, ne? 10 Stück. Naja, wir können mal noch ein Haus abreißen. Dann habe ich nämlich 10 Bretter für das Lagerhaus. Sehr schön. So, und jetzt ziehen wir hier eine Straße drum. Da setzen wir später noch ein Haus rein. Das ist ein bisschen anders als das freie Spiel, weil man im freien Spiel noch ein Schiff hat, was auf jeden Fall noch Bretter dabei hat. Man hat uns hier alleine gelassen im Nirgendwo. Deswegen müssen wir erstmal für Bretter sorgen. Wie kann man das Ding hier abbauen? Okay, wir brauchen mehr Bürger, damit wir diese Ruinen hier abreißen können. Das machen wir, sobald wir Bretter haben. Wir müssen erstmal warten, dass hier die Bretter gesägt werden. Ich mag die Details in Anno 1800. Das ist einfach so schön. Sieh nur, was für üble Verleumdungen Edward auf Bright Sands drucken lässt. Ja. Sie sind Samuels Erbe, oder? Gott sei Dank. Glauben Sie mir, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich für Ihren Onkel drucken ließ. Ja, wir können es nur besser machen, würde ich sagen, oder? Ja. Er verdreht einfach alles zu seinen Gunsten. Auf Kosten von Vater und uns. Wir kriegen das schon hin, mein Lieber. Wir kriegen das schon hin. Wir lassen uns nicht unterkriegen. So, eigentlich müssen wir noch einen Holzfäller bauen, aber uns fehlen gerade die Bretter. Ich werde das mal ein bisschen beschleunigen, dass wir hier an die Bretter endlich kommen. So, 4 Bretter ist auf jeden Fall noch ein Haus. 2 Bretter ist ein Haus. 50 Bauern brauchen wir. Das dauert noch ein bisschen. Sollten wir die nächsten Bretter dazu verwenden, lieber noch einen Holzfäller zu machen. Hier in der Küste, hier ist soweit nichts. Hier ist noch eine Siedlung. Ich würde sagen, wir machen noch einen Holzfäller. In der Nähe hier von dem Anwesen. Dann ziehen wir den Weg runter. Und setzen das zweite Sägewerk. Hier ist ein bisschen doof. Ich würde es gerne da reinsetzen, aber da können wir leider nichts bauen. Ich setze jetzt mal hier so in die Mitte rein einfach. Können wir später alles noch umbauen, wenn wir mehr Bretter haben. So. Oh, hier habe ich die Straße nicht fertig gesetzt. Spielstand gespeichert. Dann bauen wir hier die Häuschen rein. Dürfen nach und nach auch mehr Bewohner einziehen. So, entfernen Vater, Sie drüben. Ich gewollt, dass wir hier herumsitzen, während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. Lass uns alle Bewohner versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder instand zu setzen. Es lindert den Schmerz, je mehr Menschen um einen sind, nicht wahr? Naja, wir kommen schon ganz gut klar. Es war ein langer, harter Tag. Wir müssen uns um all die hungrigen Leute hier kümmern. Ups, ja, haben wir. So, wir brauchen eine Fischerei. Interessant gemacht, wie diese Kampagne hier beginnt. Und wir gehen mal ein bisschen langsam. Ah, wir haben 50 Bretter bekommen. Dann können wir auf zweifach, finde ich das ganz gut von der Geschwindigkeit. So. Alles klar. Und 100 Bauern, das kriegen wir noch hin. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Entfernt. Ah, hier oben das Viertel. Alles klar. Ah, da läuft ein Timer ab. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso das automatisch abgebaut hat. Es sind genug Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Da brauchen wir noch mehr Bewohner. Es war ein langer, harter Tag. Die Leute müssen sich ausruhen. Und vielleicht ein wenig ihre Kehlen befeuchten. Das hört sich an der Kneipe an. So, Schnapsversorgung und ein Wirtshaus. Ich werde jetzt hier im mittleren Bereich ein bisschen mehr Platz lassen, dass wir hier so Versorgungsgebäude hinbauen können später. Und deswegen fangen wir jetzt erstmal mit dem Schnaps an. Ich gucke nochmal, wo das am besten Sinn macht.
Hier geht es wahrscheinlich später noch durch, würde ich mal sagen, dass man das hier wegsprengt. Hier ist noch so eine kleine Siedlung. Die können wir gar nicht abreißen, das ist ja blöd. Okay, wo machen wir die Felder hin? Da ist noch eine kleine Siedlung. Die kann abgebaut werden, oder? Jo. Sehr schön. Und hier oben? Widerspenstig. Okay, das funktioniert hier. Farmruinen. Wenn hier oben schon eine Farm war, dann würde ich sagen, bauen wir es auch hin und nutzen auch hier das Lagerhaus. Sehr schön. Dann bauen wir hier mal ein bisschen aus. Ich würde am besten noch ein paar Bewohner bauen, damit unsere Arbeitskraft steigt. Das ist ja das neue Feature. Oder, naja, ich glaube in 22.5 hatten sie das auch schon drin. Eins neuen Features, dass man mit Arbeitskraft hantiert. Finde ich persönlich ganz gut gelöst. Bin jetzt noch so ein bisschen im freien Spiel drin. Deswegen ist man gewohnt, hier richtig Gas geben zu können. Das ist immer nicht der Fall. Jetzt gucken wir erstmal nach Schnaps. Für die, die es nicht wissen, hier gibt es hier die Erklärung. Man sieht immer, wie schnell irgendwas produziert wird. Kartoffeln brauchen 30 Sekunden, nenne ich es mal. Und Schnaps auch 30 Sekunden. Das heißt, wir brauchen ein Verhältnis von 1 zu 1. Ein Kartoffelfeld, eine Schnapsproduktion, um den Schnaps hier produzieren zu können. Und ich fange mit einer Straße an, die ich jetzt hier so hochziehen werde. Können wir später alles noch ändern. Und dann setzen wir erstmal hier die Kartoffelfelder. Und die Kartoffelfelder ziehe ich in diese Richtung, Richtung Berg, weil hier ist sowieso nichts. Beziehungsweise hier nicht hin, weil da der eine ja seine, sein Holz abbaut. Quatsch. So. Und jetzt ziehen wir hier Kartoffelfelder. Und dann fangen wir einfach hier so an. Ein bisschen höher. Alles klar. 72er Kartoffelfeld. So, und ein Kartoffelfeld braucht eine Schnapsbrennerei. Alles in der Nähe vom Lagerhaus, das sollte soweit eigentlich passen. So. Also mal gucken, inwieweit das ausreicht. Und wir sollen ein Wirtshaus bauen, alles klar. Wirtshaus, wichtig. Hat er gesagt, um die Kehlen zu trocknen, da kriegen wir schon eine Aufgabe. Und das Wirtshaus setze ich mal direkt neben den Marktplatz, weil ich mich auch in diese Richtung noch ein bisschen ausbauen möchte. Udi. Spielstand gespeichert. Dann haben wir hier unsere erste Aufgabe. Mama, könnten Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Absolut, Lady. Mache ich gerne. Das hier sollte ich wohl besser einem Stadtmenschen vorlegen. Nutztiere finden. Ich wünschte, ich könnte Ihre Güte mit einer Gans vergelten. Das sind halt noch einfache Aufgaben am Anfang, diese Wimmelbildspiele. Naja, wir haben ja Nutztiere gefunden. Das sollte ja reichen, ne? Ist einfach so schön. Ich mag diese Details. Ich mag es. Es ist ein wunderschönes Spiel geworden. Wusel, wusel, wusel. Sehr geil. So, 70% müssen mit Schnaps versorgt werden. Die Beerdigung liegt schon eine Ewigkeit zurück. Aber die Kosten. Der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Ja, ist ja gut. Zahle sofort deine Schulden. Oder verhöker, was immer du noch hast. Edward ist so ein... Es widert mich an, dass Edward so kurz nach Vaters Tod all das von uns verlangt. Ja. Vater ist gerade gestorben. Die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. Wir sind dabei. Wir ziehen die nächste Ruine weg. Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Okay, dann gehen wir mal zum Cousin rüber auf die Insel. Oh ja. Bright Sands. Das sieht geil aus, oder? Was baut er denn hier? Handel und Industrie werden Good and Sons schon wieder in Schwung bringen. Was eine geile Stadt. Okay, cool. Suchen Sie Cousin in der Umgebung von Edwards großer Ausstellung, wo er den Aufstand führt. Okay, wo ist er? Da ist er. Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward kann uns mal. Wir müssen den Mob finden. Einen haben wir gefunden. Da ist noch einer.
Hier habe ich noch einen gesehen. Und noch zwei. Wo ist der Mob? Da. Ein Leben fernab von Edward? Wir sind an Bord. Nur, auf welchem Bord? Wir haben ja gar kein Schiff. Ja, wie hole ich euch rüber? Gute Frage. Wenn Sie mich mitnehmen, überlasse ich Ihnen mein Boot. Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Sehr gut. Das ist schon mal super. Das heißt, wir haben jetzt ein Schiff. Ach, mein Schiff. Wann zeigst du endlich etwas Dankbarkeit? Ja, ist ja bereit, meine Wohltat. Was hat er gesagt? Du hast doch nicht erwartet, dass anlässlich deiner Rückkehr ein gemästetes Kalb geschlachtet. 4 Tonnen Schnaps war meine Lage. Wahrscheinlich war das jetzt. Bereit, meine Wohltat. Absolut. Glaub bloß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. Dein Typ. Ich verabscheue den Geruch von Wollwachs. Aber wenn Bauernkittel alles sind, was du hast. So, jetzt will er 4 Tonnen Arbeitskleidung. Kennen unser. Kennen die schamlosen Forderungen unseres Onkels denn keine Grenzen? Anscheinend nicht. Naja. So, dann bauen wir mal die Siedlung ein bisschen weiter auf. Und dann machen wir Klamotten für die Leute. Achso, wir müssen noch den Redakteur hier holen. Da ist er. Baugelände blockiert. So, jetzt haben wir ihn. Da hat man noch das Werkzeug ausgewählt. Das Schiff. Sind alle an Bord? Gut. Mich fröstet es bei dem Gedanken, noch eine Sekunde länger hier zu bleiben. Ja, dann weg hier. Es geht los. Hat mein unsäglicher Abschaum von Familie etwa so wenig Ehre, dass sie jetzt schon meine Arbeiter entführen? Ich sage euch eins, der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Ich glaube, mit dem haben wir noch viel Spaß. Mit dem Onkel. Entführung? Das ist ein schwerer Vorwurf. Und es ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt. Du schamloser Schreiberling. Ich hätte dich längst loswerden sollen. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was Sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Sir Archibald Blake, Botschafter und Vertrauter Ihrer Majestät. Sir Archibald? Mein Beileid. Der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten meines geliebten Bruders, die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Ihr Onkel hat mich tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. In der Tat. Sobald die Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und Edward bloßstellen. In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. Klingt nach guten Neuigkeiten. Eine Katze auf dem Segel hat er. Habt ihr gesehen? Ah, sind die Segel leider eingefahren. Hat man nicht gesehen. Hat eine Katze auf dem Segel. Was Ihre Schulden angeht, ja, bitte? Sind mir leider die Hände gebunden. Doch es wird das Herz Ihrer Majestät erwärmen, ein aufstrebendes, neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Ja, freut mich. Spielstand gespeichert. Das ist umso besser. So, wir machen mal kurz mal P, mal Pause. Das Spiel ist angehalten. Das war's mit der ersten Folge von Anno 1800, der Kampagne. Ich freue mich schon sehr, ist ja gut gemacht, gut inszeniert. Ich mag unseren Onkel jetzt schon nicht, das ist schon mal sehr gut. Man weiß genau, was gut und böse ist.
Ich hoffe, es passt vom Ton, von der Lautstärke. Ich habe die Stimmen extra ein bisschen lauter gemacht, anstatt die Musik. Also die Musik etwas leiser, die Stimmen etwas lauter. Ich hoffe, das passt so. Da könnt ihr auch mal Feedback geben. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der ersten Folge von Anno 1800. Ich freue mich auf jeden Fall, jetzt gleich weiterzuspielen. Und wir sehen uns morgen wieder. Täglich eine Folge um 7 Uhr jetzt. Da kamen ja sonst immer Seven Days to Die und Outlaws. Outlaws ist erstmal beendet, das Let's Play. Seven Days to Die gibt es weiterhin, allerdings im 14-Tage-Rhythmus. Oder ich gucke nochmal, wann ich das rausbringe. Und jetzt machen wir erstmal Anno 1800, um uns die Kampagne gemeinsam anzugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, was ihr so von dem Spiel haltet. Ob ihr euch schon sehr freut auf das selber Spielen. Seid ihr Anno-Spieler oder ist es eher nicht so euer Spiel? Seid ihr eher der Siedler-Spieler? Wer weiß, kommt ja auch noch dieses Jahr. Ich freue mich sehr drauf. Bis morgen. Tschüss.